Willkommen zu Wir und Heute, dem Podcast von Korrektiv Ruhr. Bam. Und herzlich willkommen zum Podcast Wir und Heute, dem Podcast von Korrektiv Ruhr. Wir haben heute einen besinnlichen Podcast. Wir haben heute den letzten Podcast des Jahres. Wir haben einen Ausblick zu geben auf den 10. Januar. Ein großer Tag für Deutschland. Der Geierabend hat Premiere. Nein, darüber reden wir nicht. Es wird großartig. Wir sagen kein Toi, 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 sondern wir sagen, weil wir wissen, es wird ein Erfolg. Ein Erfolg. Dieser Podcast ist mit Martin Kais und natürlich wie immer mit David Schraven. Lass uns doch erstmal, wo wir jetzt, guck mal, ich habe Kekse gekauft. Erstmal über das vergangene Jahr reden, weil das vergangene Jahr war lang. Ich habe hier spekuliert. Martin, lass mich bitte eine Frage am Anfang stellen. Und zwar, viele Menschen denken, ich laufe immer im selben Pullover rum. Wochenlang mit demselben, mit dem gleichen Haarschnitt. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich hab teilweise ein Oberteil, ich gebe es jetzt zu, ich habe dieses Oberteil zum Beispiel, was ich jetzt anhabe, was so glibber, das ist so ein bisschen, dachte ich, so gefunkelt zu Weihnachten, was jetzt vor der Tür steht. Ich habe immer einen Pullover extra hier deponiert gehabt. Und den habe ich immer nur für den Podcast angezogen. Das ist wie hieß der Mann mit dem roten Schal? Momper, Walter Momper zum Beispiel, dieser ehemalige regierende Bürgermeister von Berlin. Der hatte immer so einen roten Schal, den man ihn wiedererkannt hat. Und ich dachte, irgendwann werden die sagen, ach, das ist der Typ mit diesem versifften Oberteil. Und insofern ist das nicht schlimm, wenn du immer dasselbe Modell hier drehst. Also wir machen den Podcast jetzt seit, ich glaube, 110 Folgen oder 115 Folgen, ich weiß nicht, eine sehr lange Zeit. Wir können diesen Podcast auch ein bisschen so als Chance nutzen, zu reflektieren, was wir gemacht haben, ob es gut ist oder nicht gut ist, was wir verändern können, was wir neu machen können. Wir werden nächstes Jahr mit dem Podcast weitermachen, wir hören nicht auf. Wir werden ihn aber neu gestalten, wir werden, weiß ich nicht, alles irgendwie neu anfangen. Ich werde ersetzt durch eine junge Frau, die auch denken kann. Durch einen Roboter? Durch einen Roboter. Also einen stichwortgebenden Roboter, damit ich halt Monologe halten kann. Was ich ja bisher tue. Und nee, wir machen halt viel neu. Und ich möchte mit dir reflektieren. Ja. Ich möchte zunächst mal mit dir reflektieren über das Jahr. Sag mal, was war für dich das Spannendste in diesem Jahr? 2018. Was ist für dich 2018, wenn du auf deine Lebenslandkarte zurückschaust in 20 Jahren? Dass ich dieses Jahr drei, also einen kannte ich schon, drei Menschen mehr oder minder kennengelernt habe, die ich mit dem, was sie tun, was sie können und wie sie sind, richtig geil finde. Na, geil hört sich an, dass ihr die Lust auf die. Das sind drei Männer. Das ist hier euer Volontär, der Hüder, der diese wunderbare Deutschlandreise gemacht hat, der mir in Deutschland gezeigt hat, mit Menschen mit diesem berühmten Migrationshintergrund, die einfach unglaublich schön und vielschichtig und spannend und erfolgsversprechend ist. Wenn ich jetzt aufzähle, wird der Podcast kurz, aber ich mach's. Und dann auch noch der Aladdin Al-Mafalani. Boah, das ist für mich auch ein Typ dieses Jahr gewesen, eine Wahnsinnsentdeckung. Ja, das ist der Durchstarter überhaupt. Ich habe jetzt gerade geguckt, ob das Buch Das Integrationsparadox hier irgendwo sichtbar steht. Dann will ich es nochmal in die Kamera halten. Ist es nicht, ne? Ausverkauft. Wir verkaufen das permanent. Vierte Auflage. Der Mann ist Professor an der FH gewesen, ist jetzt im Kinderministerium bei Herrn Stamm, diesem nach Tunesien Abschieber. Der macht diese Migrationspolitik in der Landesregierung. Und der war hier, es gab eine wahnsinnig tolle Lesung hier bei euch und anschließend ist auch noch kurzfristig, ist ja noch kurzfristig bei uns im Podcast gewesen für einen Moment, da musste er auch weg. Der ist sehr, sehr gefragt, der sagt, Migration ist gar nicht so schlimm und ist nicht gescheitert, sondern im Gegenteil, die läuft gut. Und das sehen wir unter anderem daran, dass die Leute sich fetzen, weil wenn die sich nicht gegenseitig ernst nehmen würden, würden sie sich noch nicht mal strittig miteinander unterhalten, muss man so zu sagen. Und es gibt einen großen Tisch und an diesem großen Tisch sitzen jetzt halt mehr und andere Leute als noch vor 10 oder 20 Jahren. Für mich war diese Erkenntnis mit offen und geschlossen. Ich glaube, 2018 ist für mich die Erkenntnis, dass wir nicht mehr links und rechts haben, oben, unten, was weiß ich, sondern wir haben Leute, die sind für eine offene Gesellschaft und Leute, die sind für eine geschlossene Gesellschaft. Da zieht sich durch alle Parteien mehr oder weniger durch. Und wenn du für eine offene Gesellschaft sein willst, musst du dich hinterfragen, was bedeutet das für dich, für den Umgang, für den Wandel, in dem du lebst. Ich habe zum Beispiel im Bottrop, das wöchentliche Bottrop, habe ich im Bottrop
so eine Idee, die treibt mich seit Ewigkeiten um, oder so ein paar Monaten, seit 2018 um, ob man in der Innenstadt nicht ein Outlet-Center macht. Ob man nicht da sagt, hast du mich wieder verblüfft, ja. Wir machen einfach in der Innenstadt, das ist ja wie ein Outlet-Center, da hast du Läden drin. Warum das nicht gemeinsam vermarkten wie ein Outlet-Center? Ist doch scheißegal, was da ist. Aber wenn du sagst, hier kannst du halt wie im Outlet-Center, bloß in der richtigen Stadt, mit Cafés, mit Mischung, ganz spannend, ja, passiert immer was. Und ich finde die Idee gar nicht so doof. Da kann man drüber reden, kann man drüber nachdenken. Und jetzt musstest du feststellen, die Idee ist schon verwirklicht. Ich dachte natürlich, das weißt du. Bad Münstereifel, the home of Heino, macht ja, das ja. Das wusste ich nicht. Aber ich habe das dann gesehen und habe gedacht, so, ey, geil, guck mal. Und was ich halt so irre finde, dann hast du halt so Leute, wenn du so weit mal postest, die kritisieren dann. Und die kritisieren dann aus einem Grund. Veränderung. Veränderung. Das sind, und das war für mich das Jahr 2018, dass man begreifen muss, dass Veränderung was Gutes ist. Ich habe es über Personen ausgemalt. Also ich habe zwei genannt, den Hüder und den Aladdin, die beide hier auch mit diesem wunderbaren Buchladen zu tun haben. Einen habe ich jetzt noch nicht erwähnt, der ist auch in Essen mittlerweile ansässig, Ali Can. Ali Can hatte dieses Buch geschrieben, Hotline für besorgte Bürger. Der ist damals, als das losging mit diesen Pegida und Co., einfach in den Osten gefahren und hat gesagt, ihr redet immer über Migranten, hier ist einer. Redet doch mal mit mir, ich kann euch alle Fragen beantworten. Wenn ihr Vorbehalte habt, dann sagt sie mir, vielleicht kann ich die ausräumen. Fand ich eine irre tolle Haltung. Und den fand ich da schon gut, den habe ich bei einer Lesung im Mai irgendwo getroffen und dachte, wow, schön, dass es solche Leute gibt, die so positiv und mit so einer Energie positiv sind. Und dann hat Ali was gemacht, was ich noch viel toller finde. Er hat MeToo gemacht, also diesen Hashtag MeToo mit zwei O, das ist ja diese sexuelle Belästigung von Frauen oder auch Benachteiligung aller Art. Und Ali hat MeToo mit einem TWO, also Me2, gemacht, wo der im Nachgang von dieser Özil-Debatte, von dieser fürchterlichen Özil-Debatte gesagt hat, Leute, mit Hintergründen, schildert doch mal eure zwei Herzen, schildert doch mal eure Situation, wie ihr hier nach 100 Jahren Anwesenheit in Deutschland immer noch scheiße behandelt werdet, wo jemand diskriminiert wird, wo man sagt, Mensch, für einen Türken kannst du aber gut Deutsch und... Wie ist das denn so, wenn man seine Frau jeden Freitag schlagen muss und sowas alles? Und da hat er eine riesige Bewegung draus gemacht und mit einer großen Außenwirkung. Also die Leute haben das dankbar aufgenommen. Der war jetzt zweimal beim Bundespräsidenten, der hat hier in der Essener Innenstadt dieses Zentrum für viel Respekt aufgemacht. Und ich habe jetzt 3 bis 4 Monate versucht, den hier in diesem Podcast zu schleusen und der ist mir immer ausgewichen. Und jetzt bin ich ein bisschen beleidigt und sage ihm, das ist immer trotzdem ein toller Typ. Ja, für mich war das echt das Jahr der WM. In Russland war eine Scheiß-WM. Deutschland für war, einige, für andere nicht. Ja, aber trotzdem eine Scheiß-WM. Ja, Moment, und, aber auch ein Zeichen des Beharrens. Entschuldigung, dieser Bundestrainer Löw, ja, also ich bin, habe keine Ahnung von Fußball, setzt auf seine alten Kameraden und so ein toller Wattenscheider, der sich angeboten hat, da zu spielen, der jetzt sämtliche europäischen Vereine an die Wand spielt, der durfte nicht mit. Weil der Schalker war. Na, der ist ja Wattenscheider. Ja. Sané ist Wattenscheider. Ja. Der ist geboren in Essen, das ist ein Makel in seiner Biografie. Eigentlich ist er Schalker. Ja. Aber war die wie war das denn? Da war doch so ein Spiel jetzt vor 2 Wochen. Nein, gab kein Spiel. Nee, gab keins. Es gab kein Spiel. War nicht 4-4. Es war nicht 4-4. Nein, gab kein Spiel. Aber was ich halt so spannend fand bei der WM, außer dass das eine scheiß WM war, dass halt echt diese Özil-Debatte war. Ne? Ja. 2018 war das ja der Özil-Debatte. Ja. Weil das. Da muss man sich mal vorstellen, der Mann, der war, ich meine, erstmal ist er Fußballer, dann ist er aus Gelsenkirchen, also nur eine schöne Stadt. Ja. Der spielt Fußball, sogar recht begabt, verdient einen Haufen Tatas. Und das Einzige, was man ihm vorwerfen kann, ist, dass wenn der über den Platz läuft, du denkst, der hat eine Bleiweste an. Als er bei Schalke gespielt hat, der Özil, habe ich gedacht so, boah, Junge, beweg dich doch mal. Du wirst richtig aggressiv, weil du denkst, das kann nicht wahr sein. Aber der spielt dann immer noch besser als alle anderen mit Bleiweste. Und wegen diesem Laufstil wird er dann angepumpt von diesen ganzen Experten, weil die Deutschen mal nicht gewinnen. Und mit einmal machen die daraus eine Riesennummer. Ne? Als das ist jetzt keine Integration mehr, der ist kein Deutscher mehr. Der ist und klar, dann hat er noch ein doofes Foto gemacht mit dem Erdogan, was man sich heute klemmen kann. Aber was jetzt auch nicht so irgendwie die Weltbewegung ist. Ne? Der ist halt Fußballer. Wir vergessen immer, früher hatte man noch gesunde Vorbehalte gegenüber Fußballern und Rechtschreibung, Denken, Mathematik oder ja, so. Ja, man hat ja auch nichts machen lassen. Man hat gesagt, eben, du spielst Fußball und ansonsten hältst du mal die Fresse. Ja. Ja.
Ja. Und jetzt will man diese Aufweichung von Grenzen, Fußball ist Fußball ist Fußball. Mhm. Jetzt müssen die zu allem was sagen, ne? Zu Integration und zu Umweltschutz und zu ich weiß nicht was alles. Ja, mit einmal sind die Integration. Ich meine, Özil haben die ja aufgerockt vorher, ne? Zu dem Integrationsding. Und ich meine, das ist ein netter Junge, ich kenne den nicht, aber der wird wahrscheinlich sympathisch sein. Der spielt Fußball, mein Gott, ne? WM, aus. Gut, das war dann Merkel, Merkel. Nein, ich hab Merkel auch nicht gesehen. Komm, 2018 ist das Jahr Merkel. No, Merkel. Ich habe jetzt übrigens mal mich ein bisschen umgeguckt in Püttlingen. Oh. In Püttlingen. Weißt du, was Püttlingen ist? Ich habe festgestellt, die Nachfolgerin von Angela Merkel, Annegret Kramp-Karrenbauer, das ist eigentlich der Rudolf Scharping der CDU. Also die haben eine ähnliche Ausstrahlung für mich. Und liebe CDU, guckt mal, was aus diesem Hoffnungsträger ist. Der hat sich rasiert. Der hat sich rasiert und ist in eine andere Partei eingetreten. Du sagst da was. Nein, das sind ja beides so Provinzhelden gewesen, ja? Also Annegret Kramp-Karrenbauer, die sich da irgendwie hochjazzt und sagt, ich habe den Schulz-Zug gestoppt. Jein. Also sie hat eine Wahl im Saarland, in dem spät heimgekehrten Saarland, muss man sagen, also 1957, unser großer Fehler, ja, Lafontaine wäre uns erspart geblieben, wenn wir damals das Saarland nicht hätten aufnehmen müssen. Also sie wohnt in Püttlingen, das ist so ein schöner Ort und jetzt, die steht auch nach wie vor im Telefonbuch, ich kann dir die Nummer geben, man kann sie immer noch anrufen. Und dann hat sie gesagt, jetzt reicht's aber, jetzt suchen so viele Wahnsinnige an, es reicht, ich will nicht mehr im Telefonbuch stehen. Ich habe mir angeguckt, Püttlingen ist ein Ort, weiß nicht, 15.000 Einwohner, eben Zechenstandort natürlich, deshalb heißt es wahrscheinlich auch Püttlingen, weiß ich nicht. Und das ist so eine Gemeinde, da ist die Welt noch in Ordnung. Da gibt es den sogenannten Mantelsonntag noch. Frag mich mal, was der Mantelsonntag ist. Was ist der Mantelsonntag? Der Mantelsonntag ist ein Sonntag vor Allerheiligen, wo die Geschäfte traditionell damals schon auf hatten, weil es war die letzte Gelegenheit für die Knechte, am Sonntag sich schicke Sachen zu besorgen für den Gang an Allerheiligen auf dem Friedhof. Das ist so der erste verkaufsoffene Sonntag der katholischen Welt gewesen. Mantelsonntag. Das begeht man in Püttlingen immer noch. Und wenn ich ihre Telefonnummer google und dann komme ich so einen Hinweis aus irgendeinem elektronischen Telefonverzeichnis, dann steht da ein Geschenk senden. Das finde ich total lustig. Das ist so ein Button unter ihrer Adresse, die kann ich dir auch vorlesen. Da klickst du drauf, dann kannst du Geschenke. Ich glaube, das werde ich noch machen. Ich glaube, das werden wir machen. Ja, Merkel ist weg. Was heißt das? Nee, ich finde, 2018 ist das Merkel-Jahr. Wir müssen das umbenennen, das ist das Merkel-Jahr. Du hast ja mal Jahre, so das Jahr des Rindes, des Drachen und jetzt der Merkel. Der Merkel. Und also ich finde, das ist schon fast wie eine Apothese. Oh. Heißt das so, ne? Weiß ich nicht. Theose. Nicht so. Also wenn man einen Mensch zu Gott erhebt. Ah. Schön. Heißt doch irgendwie so, ne? Ja. Irgendwie heißt das. Ich hätte jetzt so tun können, als wäre ich jetzt ein unheimlich belesener Typ, unheimlich gebildet, wenn ich das jetzt nicht versaut hätte oder vorher mal nachgeguckt hätte. Und wir schneiden ja nicht. Aber auf jeden Fall ist das so, weil die Merkel wird angegriffen, wird zurückgeschrieben, der Spiegel schreibt seit Ewigkeiten, Merkel ist kaputt und Merkel macht Deutschland kaputt und alles kaputt. Dann sagt sie, tritt vom Parteivorsitz zurück und mit einmal kriegt sie göttliche Züge. Ihre Angriffe gegen die AfD im Bundestag werden zu Sternstunden des Parlamentarismus hochgejust. Wehner war besser, eindeutig. Aber immerhin, sie macht was. Und was ich daran so irre finde, die zieht über alle Parteigrenzen hinweg mit einmal die Menschen ran. Ich sag dir, wenn die jetzt im nächsten Jahr, wenn die im nächsten oder in den nächsten zwei Jahren aufhört, Kanzler zu sein, die wird Weltpräsidentin oder sowas. Außer Putin, Erdogan, Trump könnten wählen, dann nicht. Reicht und so, meine Zeit ist vorbei. Ich weiß nicht, ob sie zur UNO oder zur EU, ich glaube das nicht, dass sie sowas macht. Vielleicht geht die ja auch wieder zu Chemie, also Physik, und guck mal, was sie so rauskriegen. Aber was ich so schön finde, ist, dass dieses alte Herrenkabinett, Schattenkabinett, Schäuble und so, dass das vorbei ist. Ich hat der eine Niederlage eingefahren. Ne? Hammer. Damit ist das endgültig vorbei mit den Vögeln. Was so interessant ist, ist diese Nachklänge. Also wir haben ja im vorletzten Podcast da direkt quasi, als das Wahlergebnis verkündet wurde, hier gesessen. Mhm. Da war noch nicht klar, dass sie einen neuen Generalsekretär haben wird, die Frau Kramp-Karrenbauer, den Zimjak aus
Iserlohn, glaube ich, oder so, aus dem Sauerland. Oh, so einen fast fertig studierten, ne? Ja, so einen typischen JU-Menschen, wie er im Bilderbuche steht. Und da gab es ja große Debatten dann darum, ja, alles Betrug und nur, weil sie eben den Job am Rande der Tanzfläche übrigens angeboten hat. Das fand ich so schön, diese Geschichte am Rande der Tanzfläche. Das macht bei mir Bilder auf, also Annegret und Paulchen stehen da und sagen sie, na, Alter, wollte schon was vor? Nee, wieso, willst du mit mir? Ja, okay, ich will. Also die Geschichte, die die Verlierer jetzt erzählen, ist ja, dass Zimiak gekauft worden ist mit dem Generalsekretärsposten und dann seine junge Union dazu gebracht hat, nicht für diesen im Bauer. Aber so funktioniert Stimmen zählen oder Köpfchen zählen seit Anbeginn der Zeiten in Parteien. Also das ist jetzt nichts Neues. Aber für mich, um das zu binden, dieses Geflecht, dieses Bouquet, für mich war das auch ein Jahr der CDU, der Erneuerung in der CDU, weil klar, Merkel ja, die haben das geschafft, sich erstmal neu zu positionieren, aufzustellen. Neu positionieren nicht, weil die sind halt nicht nach rechts gerückt, sondern die machen eigentlich so weit oder wollen so weit machen wie vor. CSU? Ja, dieser Splitterpartei da aus dem Süden. Ne. CSU, ne. Ne. Was glaubst du eigentlich, die gehen total vor die Hunde? Wer? Die CSU. Nein. Nein, nein. Die machen einfach weiter. Die CSU ist ja immer so alles gewesen. Die ist ja eine Arbeitnehmerpartei gewesen, die ist eine reaktionäre Partei gewesen, die ist eine nationalistische Regionalpartei gewesen. Also sie ist ja immer alles gleichzeitig gewesen. Der Widerspruch in sich. Und die werden, glaube ich, wieder binden. Also ich glaube, die absorbieren jetzt auch ihren Koalitionspartner, diese Freien Wähler oder wie die heißen. Die werden irgendwie die Hofnarren sein. Die sind ja so happy, dass sie jetzt dann doch wieder dazugehören, weil die Freien Wähler sind ja Fleisch aus der CSU eigentlich gewesen. Und ich glaube, die werden in 5 Jahren wieder locker zulegen, weil das da in Bayern so scheißegal ist, was man da für Sachen vorher gemacht hat. War für dich eigentlich auch dieses Jahr 2018 ein Jahr der AfD? Nee. Es ist ein Jahr des Erschreckens für mich nach wie vor, weil die AfD, wenn ich gerade gesagt habe, die CDU, die streiten sich und irgendwie halbe-halbe ist das Ergebnis bei der Wahl zum Vorsitzenden. Und dann wäre in der SPD wär Terror. Die hätten 3 neue SPDen gegründet bei sowas. Also USPD und NUSPD und ich weiß nicht, was alles. Und die CDU-Jungs, die gehen in die Pizzeria und schmieden Bündnisse für 2050 oder sowas. Ja. Und bei der AfD ist es so, die machen Terror und je mehr Terror die miteinander und untereinander und gegeneinander haben, desto mehr Stimmen holen die. Also die haben den Lucke rausgeschmissen, zugelegt, ja. Dann haben sie Petri rausgeschmissen, zugelegt, ja. Jetzt irgendwie macht Höcke sich breit, die legen zu. Die haben schlimme Finanzierung, Parteienfinanzierung, die hauen Nazisprüche raus, die sind übelst bis zum geht nicht mehr und gewinnen immer. Die sind da, die sind da, die sind da. Also es ist kein Jahr der AfD. Also ich sehe schon, ja, aber ich sehe schon, dass die Welle gebrochen ist. Also okay. Ich bin da. Wir hatten eine Veranstaltung hier letzte Woche. Wir hatten vorletzte Woche. Oder so. Also irgendwann hatten wir eine Veranstaltung hier. Und wir sagen es einfach. Da haben wir halt gelernt, zumindest nach der Analyse unseres Großanalytikers Markus Benzmann, dass halt diese Ausbreitung der AfD nicht immer so möglich ist. Weil jetzt ist denen halt das Feindbild weggegangen. Die 12% stecken sie fest. Ja. Die haben keine Lösung für irgendein Problem. Die können sich halt nicht irgendwas irgendwo hinschreiben. Die haben viele Leute, die einfach auch doof sind. Also ich meine jetzt tatsächlich doof. Mhm. Mit denen kannst du auch nichts gewinnen. Klar, hast du dann haben die Stimmen, klar kommen die irgendwo rein, aber dass die da was bewegen, ne, glaube ich nicht. Ich glaube, die Welle ist gebrochen. Andererseits finde ich, die war das ein Jahr schon des Populismus, aber nicht in Deutschland, sondern auf Europa bezogen. Weißt du, du hast diese Westen. Irren in Italien. So. Stelle Cinque, 5 Sterne. Celle Cinque, was weiß ich. Ja. Und in einer Pizzeria. Die Lega, boah, für uns, schlimm, ne? Für uns, also italienisch gute Sprache, ich jetzt Witz. Dann hast du da die Gelbfesten, ne? Ja. In Frankreich, die, was die auch immer machen. Ich gucke jetzt gerade hier im Jahresrückblick oder so, aber eigentlich interessiert es mich gar nicht so. Was war für dich denn das Jahr noch? Also für mich war das Jahr der Populismus. War dieser, dass ich jetzt endgültig mit dem Umweltschutz der Ökologie gebrochen habe. Also ich habe jetzt, darf ich das sagen? Darf ich jetzt was spoilern. Ich habe
16.000 Plastikstrohhalme bestellt. Die sind gestern angekommen. Eine riesige Kiste, 16.000 einzelverpackte Plastikstrohhalme habe ich bestellt, weil ich will jetzt Resistenz, ich will Widerstand züchten. Ich werde Menschen anbieten, leistet mir Widerstand gegen diesen Umweltwahnsinn. Also Strohhalme werden jetzt ja verboten werden demnächst, weil ja da irgend so ein Pinguin sich dran verschluckt hat. Und wir retten ja die Weltmeere, die wir gar nicht verschmutzen, indem wir keinen Müll mehr produzieren, der da noch nie gelandet ist. Ich finde, also bei den Strohhalmen, da gibt es ja ein EU-Verbot demnächst. Und dann dachte ich, bevor die verboten werden, hole ich ganz viele Strohhalme und verteile die an Menschen und fordere diese Menschen auf, sich mit diesem Strohhalm und einem Pinguin zu fotografieren. Mal gucken, wie es ausgeht. Und hey, das finde ich so behämmert, das kann ich dir gar nicht sagen. Weil das, weißt du, ich kann mich noch daran erinnern, als die alten Glühbirnen verboten worden sind. Vor 6, 7 Jahren. Sowas. Ne? Und wie die Leute dann rumgezogen sind. Ah, wir müssen Hamsterkäufe machen mit den alten Glühlampen. Ich hab die alles scheiße. Ich habe die zu Hause. Wenn einer eine braucht, ruf mich an. 60 Watt, klar. Was für ein Scheiß. Du hast ein besseres LED. Licht heute. Besseres Licht, billiger. Überleg mal, eine Funzel damals mit 15 Watt, ne? Ja, stimmt nicht. Da hast du nichts gesehen. Ich weiß, aber da hast du nichts gesehen. Jetzt hast du 15 Watt, das Ding ist ein Flutlichter. Ja, aber das ist kaltes Licht, das mag ich so nicht. So ein Scheiß. Da ist warmes Licht, das guck dir das an. Das ist schön. Hier ja, ist das ist Licht. Warm, das ist einfach. Ja. Was erzählt der für einen Scheiß? Und weißt du, der Fortschritt, das ist wie der Weltgeist zu Pferde. Ne? Wenn er vorbeireitet, halte ich an seinem Saum fest und fange nicht an, so einen Scheiß zu erzählen, wie ich kaufe mir 16.000 Strohhalme für. Nee. Aber andererseits, ne? Keine Strohhalme, ich brauche die nicht. Wenn ich im Restaurant, ich trinke so eine koffeinhaltige Brause, ja, wenn man mir die dann mit Strohhalm serviert, dann drehe ich durch, das will ich nicht. Ja. Aber ich will noch was anderes wegen Weltgeist zu Pferde, ne? Ich muss los, ne? Ich muss raus. Ja, du bist so voll raus. Ich möchte einmal noch diesen Weltgeist zu Pferde am Abschluss unseres Jahresrückblicks bringen, bevor der den Martin sich festhält und rausreitet aus dem Raum. die SPD konnte den Sozialstaat reformieren. Nur sie konnte das. Ja. Die CDU waren die einzigen, die von der konservativen Seite aus die Atomkraftwerke abschalten können. Jetzt kommt im nächsten Jahr der grüne Kanzlerkandidat Habeck, der vermutlich auch das erste Mal eine Chance hat, dass die Grünen tatsächlich einen Kanzler stellen werden. Ach, jetzt kommt dann wieder Return of the. Was können die Grünen machen? Was ist das grüne große Ding, was nur die durchsetzen können? Ja, da hattest du schon mal drüber gesprochen. Ich weiß die Lösung. Die Rückkehr der Atomenergie als Lösung für die große Energiefrage. Gut. Glaubst du, das passiert? Oder ist das so eine von meinen Scheißideen? Glaube ich nicht. Ich glaube, die Glencore wird das verhindern. Jetzt musst du fragen, wer ist Glencore? Die Schweiz, Leute, ihr habt keine Ahnung von der Schweiz. Wir reden in der Schweiz immer über Banken oder so. Die großen Geschäfte machen da Rohstoffhändler. Also der weltweite Rohstoffhandel ist fest in der Hand von 3 oder 4 Firmen, die in der Schweiz zu Hause sind. Und Glencore ist die Firma, die Kohle verschifft. Und da gibt es so lustige Geschichten, dass wenn aus Kolumbien so ein Schiff mit Kohle unterwegs ist nach Europa, auf der Strecke ändert sich 3-mal der Zielhafen und 4-mal der Eigentümer der Ladung. Das ist völlig irre. Also ich glaube, dass diese Kohle, Mafia sagt man nicht, diese Kohle-Lobby, diese Kohlevereinigung, die werden sich durchsetzen. Wir haben jetzt, Bottrop hat zugemacht, ich bin traurig. Der Pütt ist dicht. Ich habe gestern noch eine Rundfahrt in Dortmund gemacht. Wir haben uns nochmal von allen Bergwerken in Dortmund verabschiedet. War eine schöne und ergreifende Veranstaltung. Und der Pütt ist dicht, aber die Kohle wird ja weiter verbrannt. Also ich glaube, darauf setzt das. Steag hat übrigens ein neues Arbeitsfeld sich erarbeitet. Er liebt ja die Steag, das geht ins nächste Jahr. Also die Steinkohle, ich weiß gar nicht, wofür die abgerissen sind. AG. Energie AG. Steinkohle-Energie. Weißt du, womit die jetzt Geld verdienen wollen? Ja. Mit der Entsorgung von Atomkraftwerken, mit dem Abriss und der Entsorgung von Atomkraftwerken. Das können wir auch nicht. Dienstreisen für Dortmunder Lokalpolitiker. Nee, worüber wir nicht geredet haben, ist der Diesel. Ich habe ja noch einen und ich werde den fahren bis zum geht nicht mehr. Ich diesel euch. Ich muss wir dieseln uns. Nein, du kannst hier bleiben. Wir haben hier Besucher in eurem Laden, du kannst Bücher vorstellen. Ich muss raus, ich muss arbeiten. So, wir müssen arbeiten. Auf Wiedersehen. Renn aus dem Bild raus. Leute, gut. Kommt los. Gut rein. Nein. Wir sehen uns wieder. Hier, 10. Januar, ab zum Geierabend. Ab dem 10. Nicht, ob der gut wird, das weiß man ja nie vorher. Ja, er muss da jetzt hinrennen. Also, ja, es wird sagen, gut. Super Veranstaltung. Auf Wiedersehen. Kommt gut raus. Tschüss.
Foto machen.